Leute, mit dieser weihnachtlichen Wanderung begrüße ich euch zu einer neuen Folge Live with the Rage 2, Episode 2, Leute. Ja, in der letzten Folge ist uns leider unser kleiner Kumpane, Freund Mushroom gestorben. Wir konnten nichts anderes machen. Es musste so passieren. Bei Steam, worüber ich das spiele, könnt ihr, wenn ihr es wollt, selber kaufen. Waren auch Fotos von dem Grab, Leute. Ja. Aber wir sind jetzt, glaube ich, weiter auf dem Weg. Ich weiß gerade selbst gar nicht mehr. Wohin ist schon eine Woche her oder so, wo ich die letzten Parts aufgenommen habe. Leute, deswegen weiß ich gerade gar nicht, wo es hingeht, Leute. Aber der Track ist nice. Das Spiel ist einfach allgemein geil. Und hatten wir wirklich damals so einen kleinen Rucksack, den jetzt Daniel hatten? Oder? Krass. Okay, es wird euch jetzt gezeigt, wie wir durch Tag und Nacht durchwandern, Leute. Daniel trauert noch um Mushroom und unseren Vater, Leute. Und es konnte gerade sein, dass mein OBS wieder mal rumbackt. Richtig geil, Leute. Leute, da hat man mein OBS wieder mal rumgebackt, Leute. Ich hoffe, es kommt nicht noch mal, dass ich ein bisschen die Videoqualität runterstellen muss, Leute. Weil ich möchte, dass ihr auch gut Qualität hat, Leute. Wenn schon YouTube meine Qualität runterskaliert. Die Video, die Qualität, die ihr habt, wäre eigentlich noch besser. Aber YouTube macht die schlechter. Danke dafür, Leute. Ja. Wird das für Sean nicht anstrengend, wenn ihr Daniels ganzes Gewicht, ich würde mal schätzen, Daniel wiegt 30 Kilo oder so, auf dem Rücken tragen muss, wenn er selbst schon kaputt ist? Okay, krass, Leute. Und ja, ich wollte schon sagen, wurden wir jetzt vom Auto mitgenommen oder so? Leute, okay, dann werden wir wohl ein bisschen weiter geholfen von einem Typen. Das sind die guten Leute, die einem weiterhelfen, wenn man eine Frage hat. Leute, da sind eure super Typen. Oh Leute, kann ich jetzt endlich weiter spielen? Oh Leute, ich will spielen, das Spiel ist einfach so geil, Leute. Gespeichert, ich hoffe, ich kann hier weiter spielen. Okay. Wo sind wir jetzt? Leute, okay, hier ist ein Haus. We made it, Daniel. Was? Wir haben es geschafft? It's what? Been a long time since I was here. Leute. When was that? Before you were born. Oh, okay. Sind das jetzt... Ist das jetzt unsere Mutter, Großeltern, Leute? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber... Come here. So, hoffe, Leute, jetzt klappt's wieder. Claire likes everything. Mal schauen, wie viele Cuts ich heute super wieder machen muss. Because he let me bring a snowball in the house. Was? Okay, also kein Schnee ins Haus. Leute, merkt euch, Schnee im Haus ist niemals gut. So, Türklingel. Okay, Leute, ich würde sagen, wir klingen da mal. Anscheinend sind das irgendwie Claire. Wer ist das? Ist das unsere Oma, Tante oder so? Leute, ich glaube, das ist... What if they went on vacation? Or okay, Leute. Something. Ich glaube, das sind irgendwie we'll unsere Großeltern oder so, Leute. Keine Ahnung. Claire? I'm sorry, we don't want any of... Hallo? Hallo, Claire. Sean? Ich... Okay, ich glaube, das ist für beide ein bisschen peinlich. Daniel? Ja, das ist Daniel. Look who's here! After all this time. Wer? Okay, Leute, das sind Steven, Eltern, Leute. Ich würde sagen, jetzt, dass well, das unsere Großeltern anscheinend sind. It's kind of Leute. A long story. Oh nein, wir haben ja Daniel jetzt Husten. Haben wir komplett vergessen, yeah, Leute. Okay,
inside. Both of you. Mal Leute, ich hoffe, es kommt nicht öfter, dass wieder OBS rumbackt. Ich liebe mein Aufnahmeprogramm, Leute. Ich habe keine Fehler damit. Leute, nie Fehler damit. So, hoffe, jetzt kommt wirklich nichts mehr. Leute, müssen wir uns jetzt auf Life is Strange konzentrieren, nicht um OBS. Leute, ich habe nur Probleme mit Life is Strange. Ist halt ein zu krasses Spiel. So. Aber es sieht echt richtig schön bei denen zu Hause aus, Leute. Und sauber. Im Gegensatz zu unserer alten Bruchbude. Okay, Leute. Das ist ja noch so ein älterer Wasserkocher, würde ich sagen. So ein benutzt heutzutage keiner außer so ältere Leute. Warm enough for you? Oh yeah. Ja. Feels nice and ist toasty. Besser als vorher. But you should have taken better care of him. He could have been worse. You were lucky. Ja, sorry. Steven, er wollte die Medikamente ihm nicht geben. Ich hätte sie ihm gegeben. Aber nein, schon wollte es nicht. Was soll ich denn machen? Okay, Leute. Erstmal das Geschenk angucken. Was? I'm so hungry, my belly hurts. Okay, ja, verständlich. Was ist das Essen? Feels so awkward to be here. Okay, Leute. Fuck. Leute, wart. Sagen die was da hinten? Okay, Leute, ich glaube, ihr hört's nicht, aber ich kann mach mal meinen Sound laut. It's good to be inside. Finally. I just hope they let us stay the night. Die reden irgendwie, dass es keine gute Idee mit uns ist. Irgendwie so, Leute, ich hab's nur ein bisschen verstanden. Leute, irgendwie so. Okay. Remember that? Was? I think it used to be in the living room. Okay, Leute. So, was ist jetzt? Oh oh. Gibt's jetzt Ärger oder was, Leute? Ich hab Angst. Are you all right, honey? You want more tea? Thanks. Oh, Liebling. Okay. Oh, Leute, da gibt's Stress. Wenn man dich Liebling nennt, dann gibt's immer Stress. Do you want to talk about the police called us a few weeks ago. Was? They're looking for you as suspects in a homicide. Oops, and for assault and robbery in a gas station? Das waren wir nicht. Gar now, nicht. If you want us to help you, did you hurt that police officer in Seattle? Leute, Sean weiß es ja selber ja gar nicht, weil es viel zu viel passiert. Hat er ja auch, wie heißt der, Brody gesagt, Leute. I don't know. I swear I don't. Ja, too much happened and I'm trying to figure passiert. It out. But all I know is that he shot dead. Aber das dürfen Polizisten gar nicht machen. Einfach so we auf are so Leute sorry schießen. For what happened to your father, but why did you run away if you're innocent? Okay, ist wirklich Daniel zu beschützen, weil wir werden dann wahrscheinlich kommen in den Knast und Daniel dann in ein Heim. Daniel verkraftet sowas nicht mit 10. I didn't want Daniel to see Dad. Alter. Like that. I felt like I had to protect him. Okay, ja, als älterer hat man glaube ich auch so einen Reflex, dass man einen dann beschützen muss. Also. You know the police would separate us. Maybe ja. Forever. Meinte ich ja auch. Du kommst schon wieder in den Gefängnis kommen und Daniel you nach Heim. Can't be sure, Sean. Ja, es hat schon auch gerade gesagt. Anyway, at least you've managed to come here alive. Ja, das. We're glad you two are okay. Ja, das ist gut, dass wir überlebt haben. I hate to think what could have happened to both of you.
Boah, so einiges. You need to think of long-term solutions now. Ja. I tried. I swear. But I can't do everything. Die Frage ist, was ist das? So, what are your plans? Eigentlich bis jetzt nach Puerto Lobos, Mexiko, Leute. So steht eigentlich im Moment der Plan. Go down to Mexico, to Puerto Lobos. Ja, das ist bis jetzt der Plan. Dad has a family house there. Sean, you can't run away from the law like fugitives. How can you look out for your brother if you're both running from the police? You two are gonna stay with us. Ist zu gefährlich für euch. Wenn die Polizei einmarschiert. After your mother left, your dad never really wanted us in your life. I can't blame him. But you're still part of our family and okay, ja, stimmt eigentlich auch, okay. Wenn die jetzt zerrissen ist, seitdem die Mutter weg ist. Ich bedanke mich einfach, Leute, aus Höflichkeit. That's really nice, Steven. Ja, Steven ist richtig nett. Okay, die but Claire we have to lay down the rules of the house. No mess, war, Leute. No noise, or no service. The biggest rule is keep your heads low around here. Beaver Creek is small. Nachdem and nosy. Das zweitwichtigste, and nachdem Danny jetzt Kräfte schützen. Daniel! Serious? Awesome! Was ist das für guess what? There's a huge model train upstairs. Hey! Es ist so eine Disney-Prinzessin und er ist ein 10-jähriger Junge, der eine Disney-Prinzessin als Schlafanzug anhat. Alter, Leute. Anyway, you and Daniel will stay here. At least until Daniel's better. We'll ich komme nicht drauf klar, ist viel zu lustig. Wie so aussieht, Leute. So, I bet you're hungry. Ja, auf jeden Fall. Die essen seit Tagen nur Chips oder Toastbrot. Wir haben kaum noch Essen. Ich will wissen, wie viel Geld wir noch haben, wenn wir auch frei rumlaufen können. Ich will wissen, ob die noch irgendwas gekauft haben oder nicht. Okay, wir haben uns schon eingenistet, Leute. How do you feel, Superwolf? Way better. It's nice and warm in here. And the food? Yum. Yeah. Ja, Omas machen feels immer good. Das beste Essen, Leute. Und dann kommen Mütter. Omas und dann Mütter essen einfach beste. I love das bed. Kann keiner toppen. Thanks, Grandma. Good. Your temperature is down. Und das ist gut, sein Fieber ist gesunken. You still need to take das it ist gut. Leute. How about if we say a little prayer and give thanks? It's like a bedtime story? Ach Gott, Leute, well, Gebete. This is a bit like this, yes. Except the story comes from up there. Okay. The ceiling. Ich bin jetzt nicht der so größte are we ready Freund to pray? Von Gebeten. Just follow my lead. Leute, ich würde sagen, wir sind höflich. Ich persönlich mag keine Gebete und so, Leute. Für mich ist das gar nichts, aber wir sind mal nett, Leute. Höflich und sagen, okay. Sure. Leute. We need all the help we can get. Can you ask the bus dad? And Sean. Mushroom bus. And Mushroom. Ja. Mushroom. And you and Grandpa. And everybody else. Oh ja, my. Super. You are so sweet. Ja. Daniel ist echt nett. Außer, wenn er genervt ist oder uns anpafft. Leute. Thank dann you, nicht Lord. So. For bringing Sean and Daniel safe and sound into our ja, danke. House. Take care of Esteban and Mushroom. Please. Alter Mushroom. Give Junge, us the strength to get over the hardships of the past and the trials ja. Yet to come. Amen. 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 Ach Gott, Leute. Okay, it's bedtime.
try to get some rest. Ich habe so eine Story. You still need it. Da war ich mal so in einer Kirche bei so einem Gottesdienst. Und da hat der Pastor, der immer so alles sagt, statt Amen, Amen gesagt. Ich habe mich die ganze Zeit kaputt gelacht. Statt Amen hat er einfach die Amen gerufen, Leute. Das war zu lustig. Ah ja, dieser Typ. Alter, ich komme nicht mehr. Feels so nice to have a bed again. Ja, verständlich. I hear that. Plus you don't smell anymore. Whatever. Hey, Sean, du riechst bestimmt nicht besser. Claire seems pretty caring. Ja, sie ist ja wie halt so eine Oma ist, aber sehr sympathisch, kommt nicht rüber, Leute. And the more important thing. You'll have time to get better. Sean? Okay. Are we in Mom's old room? Nah, I don't think this is the one. Nee, glaube ich nicht. But it's been a while. Ist, glaube ich, hier so das Gästezimmer bei dem. Maybe find some of her stuff? Okay, Leute, ich glaube nicht, dass wir irgendwas finden. Daniel. Bei der Mutter. Die ist ja anscheinend abgehauen. But I want to see what kind of stuff she had. Just curious. Daniel. Okay. She left us. She's gone. She's nothing. Ja, das stimmt. Einfach eine Mutter, die ihre Kinder verlässt oder Väter. Ich verstehe nicht, wie man sowas machen kann, Leute. Ja. Ist einfach nur asozial. Sowas. I guess. Hey, man. You've been doing so great with your, well, you know. Yeah. I was wondering, how do you do it? Alter, ich glaube, Sean ist neidisch. Ich glaube, Sean will auch diese Kräfte haben. I concentrate and it just happens. Okay. Ja, fühlt er sich, ja, keine Ahnung, stark oder so. It makes you feel strong, like special and mighty. I don't think that. I don't know how I feel. Okay. Why are you asking? Never mind. Just curious. Forget okay. I asked. Okay. Aber die Frage tut das weh. Anyway. Ein bisschen aufdringlich, glaube ich. Remember the rules, right? Ja. We really don't want Claire or Stephen to start asking questions. I know. Okay. I know. Don't show, don't talk. Just keep that in mind and everything should be fine. Sleep tight. Oh, gute Nacht, ihr beiden. Kleiner Welpe, diesen Namen, die Sean Daniel auch gibt. Was sind das für Namen? Okay, aber mal schauen. Ich hoffe, Daniel schafft es, unter nicht seine Kräfte zu offenbaren. Sonst könnte es vielleicht ein paar Probleme mit den beiden geben. Weil wir können vertrauen, aber auch nicht zu 100%. Wir kennen die ja kaum. Schon bei Jahren war jetzt kleines Kind da. Und hallo Spiel. Okay, Leute, ich dachte schon, sperrt sich irgendwie Aufgang oder so. Das wäre jetzt ein bisschen suboptimal, wenn es hier Aufgang hätte. Scheint der nächste Morgen Braver Creek, Oregon. Ach, eine Woche später sogar schon. Leute, sieht man auch, die haben sich schon ein bisschen eingenistet. Daniel ist schon ultra wach. Okay. Ich frage mich, ob Sean Langschläfer ist. Ich glaube schon. Ich bin eher so ein Typ, ich stehe 6, 7 Uhr morgens auf, auch wenn ich am Vortag um 0 Uhr schlafen gegangen bin. Leute, ich bin ultra früh auf. Stehe. So, Leute. I could sleep all day. Wir können jetzt endlich selber spielen. Ich würde sagen, Leute, ich würde sagen, okay, wir haben kein Geld verbraucht. Das ist gut. Was haben wir hier? Bill. I wonder if Brody noticed his hula girl was missing. Okay, ich glaube nicht. Was ist Stevens Buch? This is pretty good so far. Das ist das KTH Alken verborgenes Mäuschen. Lesen. Oh. Ich dachte, man könnte irgendwie mehr lesen, so heute hier. Boah, ich würde sagen, wir ziehen jetzt erstmal eine Hose an.
Ich glaube, wir wollen nicht in Unterhose rausgehen heute. Das gehört sich nicht. Aber ja. Alright. I'm allowed to go out now. Jetzt kannst du raus, aber warum haben wir da Würfel? That's a cool memento of our. Ach ja, an dieses Spiel, das wir gespielt haben. Ja, und an die Hütte. Ohren. Thanks, Claire, but I will never wear these things. Ich auch nicht. Ich bin wirklich gar kein Fan von so Ohren Dings. Daniel was training his precision with these. Was? Daniel. Fucking awesome. Yo, Leute, gönnt es euch. Daniel hat einfach das mit seinen telekinetischen Kräften gemacht, Leute. Das ist ultra krass. Leute, so. Daniel hat sich nicht viel verändert. Was ist das, ne? Feldflasche. Okay, Leute. Aber haben wir in unserem Rucksack noch irgendwas Besonderes? Leute, hier. Nacht im Wald. Ich habe in einem Schlafzimmer gefunden. Jetzt habe ich endlich Zeit zu lesen. Das haben wir uns, glaube ich, sogar schon angeguckt. Leute, so. Okay, hier ist der komische Schlafanzug von Daniel. Daniel looks like a total thug in his new pajamas. Ja, auf jeden Fall ist er der größte Gangster hier. Leute, so. Ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal raus. Finally. Wo ist denn Daniel? Ja. Sean, are you awake? Ach da. Breakfast almost done, so hier. Come down when you're ready, okay? Ach hier, Gästezimmer, okay. In dem wir schlafen. Okay, Steven und Danny spielen also mit der Achterbahn. Leute, so ist bestimmt auch geil, so eine Modellachterbahn zu Hause zu haben. Krass, ich würde sagen, wir reden einfach mal mit Steven. What's up? So. Ah, look who's here. But you're too late for the 9:15 express. It's okay. I'll take the next one. It will leave after breakfast. Don't be late this time. Ja, Daniel. Sorry, dass Sean Langschläfer ist. Sagen wir, was ist das für eine Wahl? Scheint Fuck. Kaputt zu sein. I broke this thing like 10 years ago. Ups, Leute. Ich hab gut. Hank kept it. It's been locked ever since we got here. Okay, was ist das für ein Zimmer, Leute? Hier haben wir ein Badezimmer. Okay. Ach, hier ist so ein Haltegriff für ältere Leute, weil wenn man älter wird, nicht mehr so Präzision, dann braucht man halt keinen Haltegriff. Okay, hier ist ein bisschen Wäsche, Zahnpasta, alles. Ja, Gesicht können wir mal waschen. Dann sehen wir wieder fresh aus. So, macht eigentlich gar keinen Unterschied zu vorher. Handtücher. Okay, da war Medizin. Die geben wir Daniel, aber die andere Medizin geben wir Daniel nicht, Leute. They won't like it. Aber warum nehmen wir, geben wir ihnen die Medizin aus der Waldhütte nicht? Es kann nicht schlimmer werden. Aber ja, Leute, ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was wir hier unten haben. Was ist das für ein Raum hier? Steven doesn't like us in here when he's away. Oh, ist also Steven Zimmer. Okay, hier haben wir diesen anderen Raum, wo wir mit Claire zugeredet haben. Hier haben wir irgendein Spiel. Can't believe it's already been a week since we got here. Ja, eine Woche. Hier ist also Claire. Look who's awake. Good morning, sleepyhead. Ja, ich würde sagen, wir frühstücken einfach mal. Daniel, breakfast time. Haben Your die schon brother is ready. Gegessen oder was ist jetzt? Steven, your grandson needs to eat now. You can show him the boxcar later. So wie zwei kleine Kinder, die mit den Zügen spielen. Leute. Ja, ich würde sagen, wir fragen ob Claire anything? Hilfe braucht. Oh, don't worry. I can do this in the dark. Okay. Thanks for the offer. All right. Are you boys done playing? We had an express delivery with the passengers. The engine broke down. Yep, has to go straight to the workshop. Okay, good. Dann reparier sie. No trains in the kitchen, remember? Okay. Gotcha, Chief. Choo
Achoo! Warum hat gerade dieses Armband von Sean in seinem Arm gebackt? Okay, das sind ein paar kleine Fehler im Spiel. He can fix his trains, but not my kitchen. Okay, dann solltest du mal ihm Druck machen, dass er mal deine Küche repariert. Ist ja kein Unterschied, einfach hier diesen Griff da wieder festschrauben, würde ich sagen. Ich habe selbst so einen Griff noch nicht repariert, also weiß ich nicht, was da ist. You're the best cook ever. Ja, looks like you're getting cozy with this new country life after all. Beste Leute, wenn ihr eine Oma habt, geht zu dir, da ist das Essen beste. Okay, Leute, verständlich, dass das hier hätte mit seinem Freund vergeht, aber bei denen scheint auch extrem nice zu sein. It's nice to be far away from everything. Feels like we're the only ones out here. Well, that's exactly why we love it. It feels safe, unlike the big city. I get it. I like it. It's cool here. Well, bless your soul. You'd get along good with our neighbors. We try to lend a hand, like to Charles next door. He lost his wife, and things have been hard on him and his son. He would just get lost in Seattle. Okay. But we're all taking care of him here. How old is his son? I think he's your age. Okay, dann können die ja zusammen spielen, Leute, wenn die in einem Alter sind. So nice, Leute. Hat sich jetzt der Baum bewegt? Oder ist dieser Nachbar so mit dem Ast? Leute, wenn hier in diesem Spiel, wenn man aus dem Fenster guckt, immer alles genau schauen muss, hat man in der zweiten Folge gesehen, Leute. Daniel. Stop, it's crazy. Leute. Hey, what's going on back there? Junge, ist Daniel verrückt im Kopf, Leute? Junge. Alter. Oh, I thought Steven was a fast eater. Ja. Ich bin noch schneller, Leute. Ich schlinge alles weg, wenn ich esse. Ich weiß, Leute, es ist nicht gesund, wenn man so schnell isst. Aber, Leute, es kommt mir gewohnt so. There is nothing to see in it, Daniel. Why were you in it this morning, then? Because there's a lot of old junk in there. Okay, Leute. Anscheinend ist dieser Raum, der abgeschlossen ist. Mich interessiert selbst, was da drin ist. Daniel auch, Leute. Why don't you go explore outside? You sure look like you're getting better. Weil schon ist richtig aggressiv auf Daniel. Warum benutzt Daniel einfach seine Kräfte? But be careful, nobody sees you. Stay in the back, okay? Okay, machen wir. Leute. Und wir haben unsere Hose wohl geschlecht. Maybe you should tell him that it was Karen's room. It's just a room now, Sean. Nothing to see. Leute, das ist also der Raum unserer Mutter. Daniel muss es wissen. Es ist immer noch unsere Mutter, schließlich. I know, poor thing. Ja, das kann man immer sagen. Isn't in there anymore. Ja, das wissen wir. Aber das Alte, was gut von der Mutter war, sag ich mal, kann man ja ihm sagen. Hat die Mutter die? Did Mom ever contact you? She only talked to Dad a few times. Okay, Leute. Then she was gone. Interessant. Vielleicht wissen wir, was mit der Mutter ist. You know, Sean, I don't really want to talk about this anymore. It's over. Anyway. Okay. Warum standen wir gerade? You have to respect my rules under my roof. Ja. Okay. Okay, heute hat das Spiel ein paar Bugs. Of course. Okay, Leute. Aber ich hoffe, wir erfahren noch irgendwas über diese Mutter. Ich will echt wissen, was mit der Mutter los ist. Go find your brother. Okay, Leute, das der Ast war einfach nur am Busch. There's a shed with some old toys outside. I'll bet Steven has the key. Okay. Danny, old freak. Thank you. Leute, können wir ein bisschen Spielzeug holen, nachdem wir uns ein bisschen umgesehen haben? Vielleicht finde ich hier noch paar Informationen über den Vater und die Mutter. I miss Dad and his silly Santa Gringo accent. Was? Santa Gringo? Reisefotos? I wonder where this was taken.
I don't picture Claire and Steven as world travelers. Okay, where was that picture of you guys on the beach from? Hat es dir gefallen? So cool. Ich hab jetzt nichts verstanden wegen Ben hier. I can totally see you surfing. Did you love it? Well, it was too much paradise for me. I think Steven could have stayed. Dad said Puerto Lobos was like a mini paradise. Of course he would. Okay. Da schaut Claire also die Erinnerung. Okay, Leute, ich würde sagen, wir nehmen mal Spielzeug weg. Okay. Ich glaube, Claire findet es nicht so geil, wenn da plötzlich so Spielzeug liegt. I heard Claire rehearse some songs. Hört, lasst euren Weihnachtsgeist erklingen. Der Beaver Creek Weihnachtschor. 21, 22 und 23. Dezember. 18 Uhr bis 19 Uhr. Main Street. Singt mit der ganzen Familie mit Apfelkuchen, Eggnog und mehr bereitgestellt von C. Reynolds and Key Harbor. Leute, Alter, da muss man noch zuschauen. Weihnachtslieder sind immer das Geilste, Leute. Sorry for getting upset, Sean. I just don't feel comfortable talking about all this. Okay, verständlich. It's fine, really. Bitte. We don't have to. Ist verständlich, dass man nicht darüber reden möchte. Oh, this looks cool. Okay. Too bad it's broken. Leute, es ist bestimmt richtig anstrengend, so ein Schiff in der Flasche zu machen, Leute. Okay, verständlich. Ja, und schade. Also es ist echt cool aus, so Schiff in der Flasche. Okay, hier haben wir ein paar Stifte. I'm glad I picked these up. Gives me something to work on when they're all watching TV. Ja. Aber Fernsehschauen ist auch nice. Leute, was für eine Interaktion? Was sprechen? Can you imagine watching a slasher out here? Deep in the woods. Ja, mit dem Reden. No one around. No way. Ach, das denn hier? Too scary. Okay, Leute. Horrorfilme, ich bin auch nicht so der Fan. Tried one of Claire's books yesterday. Weil ich finde jetzt Horrorfilme langweilig. Mich reizt dazu einfach gar nicht, Leute. So noch ein Kamin. Such a big fire. Oh, Leute, der Kamin sieht genauso geil aus wie der in Seattle, Leute. That's luxury. Yes. Old Polly left us 3 years ago. But she's still with us. Day after day. Ist das irgendein Haustier oder so? Okay, ein Aquarium. Of course she is. Ja. Das kann auch ein Hund sein oder so, Leute. Fish in there? Never. Okay, Leute, ich habe selbst zu Hause ein Aquarium und mit Fischen ist es wirklich deutlich besser, Leute. Und mehr Arbeit als so leer. Better catch up with Steven and get those keys. Hey, Claire? What's on your mind, Sean? Wie lange verheiratet? Wegen der Beerdigung gab es eine Ende? Oder so. Dad's funeral. There was a service. Okay, krass. We couldn't make it in time, but we sent flowers. Okay, wenigstens I'm etwas, sorry, Leute. Sean. It's okay. Ja, also so I eine Beerdigung, sure, glaube ich, war was richtig ist. Hopefully, you can go visit him at some point. Ja, Leute, wenn irgendwann so eingekehrt ist, können wir ja irgendwann das Grab von unserem Vater besuchen. Ja, was hat denn Claire eigentlich von unserem Vater gehalten? You can tell me. I won't get mad. Well, your father was... he was his own person. Okay. That's it? I mean, I know you guys didn't really get along. It's just... Esteban was very different from us. And he never took a single step to change any of that. Okay. Ja, oder klingt es wirklich nach unser Vater? Haben die es versucht? I wish we would have. Some bridges you can't cross. I can only live with regrets now. Don't worry. Okay. You guys taking care of us is. Ich hoffe, Daniel und Sean haben ein besseres Band zu den Großeltern. Thank you. Leute. Wie lange sind jetzt
die Eltern verheiratet gewesen. How long have you and Stephen been married? Oh my. Ach, die beiden forever. Verheiratet. Oh. But a good forever. Almost okay. 40 years. Das ist schön. 40 Jahre, krass. Das ist schön, wenn man einen Partner für sein Leben gefunden hat. Heutzutage sind ja auch irgendwie Scheidungsraten ziemlich hoch. Thanks for making me feel even older. I assume you must have a girlfriend or... Ja, fast, würde ich sagen. I almost started dating this one person. But I guess not anymore. Ja, dann kam ja alles. Wir wollten ja mit dem Mädchen. Keine Ahnung, wie das heißt. Aber nein. Leute. Things will change. Gab's ja eine große Katastrophe. So. Ja. What's the story with your neighbor? Charles? Oh, poor man used to be a basketball coach. Was? But had to move out here after his wife's passing. He's got a job at the rail yard now and, well, he's still recovering. Wow. I mean, that's sad. We tried to give him a hand. Keep an eye on his drinking problem. Vater mit his dem son Sohn. Chris is a little angel, though. So 10 Jahre und dann trinkt er auch noch, Leute. Und allein hat ihn der Vater. This boy has spent too much time on the road. Yeah. Das ist ein Vater. And I'm not always the best role model. Also, well, okay. Thanks, Claire. You are very welcome. No. It's always a pleasure to speak with my grandsons. Ich würde sagen, das wär's damit. Die Folge mit unseren Großeltern. Ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir dann mal bei Steam rüber vorbei. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Abonnieren und sonst sagen wir ciao. Leute,